Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Stimmt, Mugli. In der letzten Folge haben wir die Arena des Olymps betreten, haben Herkules und Cloud getroffen und Phil und Hades nicht und... Entschuldigung, wir machen weiter in der Story. Können wir hier schon weiter? Oh ja, geht sogar hier schon weiter. Sehr gut, ausgezeichnet. Mir ist vollkommen egal, was ich nehme, also... Ja, mal gucken, kommt jetzt hier ein Kampf? Ich weiß gar nicht. Deswegen kann ich auch mal gucken, ob die Karten funktionieren, aber ich glaube nicht. Aber man muss den Raum ja immer wieder neu generieren vorher. Also könnte halt ja theoretisch funktionieren. Ja, wir sind im Hindernislauf und müssen gegen Cloud kämpfen. Nehme ich an. Wow, nett von ihm zu warten, bis wir ihn eingeholt haben. Wie denn das? Er ist am langsamsten gelaufen von allen. Er wartet nicht. Regel Nummer 3 besagt, dass es erlaubt ist, den Gegner auf dem Kurs zu behindern. Er möchte seine Chancen verbessern. Steckt ihr ruhig wieder weg. Ich bin nicht auf einen Kampf mit euch aus. Lauft weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Siehst du, er wollte doch nur, dass wir aufholen. Das haben wir ja eingeholt. Nehmen wir sein Angebot an und laufen weiter. Stimmt, warum eigentlich nicht? Bist du ganz sicher? Ich bin nicht wegen des Turniers hier, sondern wegen Herkules. Herkules verliert... Heute verliert er mehr als nur im Wettkampf. Warum? Was hat er dir denn getan? Hier geht's ums Geschäft, also halte ich da raus und gewinne brav das Turnier. Weißt du, was du da tust? Regel Nummer 3. Es ist erlaubt, den Gegner zu behindern. Du bist nicht der Einzige, der Herkules besiegen möchte. Großer Fehler. Dann wollen wir mal sehen, wessen Haar stärker ist. Ich meine, wessen Klinge. Klinge wollte ich sagen. Okay. Wie stark ist denn der? Oh, meine Angriffskarten sind nicht stärker, glaube ich. Ach, war ja. Warte. Puff. Hey! Hat es geklappt? Ich weiß nicht, das waren genug Angriffe jetzt. Nein. Er fliegt einfach durch die Gegend. Ich nehme meins ein. Hier. Ich wusste gar nicht, dass du fliegen kannst. Setz mal eine Schwäche ein. Mal auf, wenn er mit. So, einfach bis jetzt, Buff. Cool, wa? Immer ein bisschen weg. So, ich bin sie dran. Ausgezeichnet. Ich hab Cloud. Genau den Angriff hier. Das Spiel irgendwie viel schwieriger in Erinnerung. So, jetzt bist du dran. Du Pisser. Haha.
Okay. Ausgezeichnet. Und Goofy verschwindet einfach in Cloud. Auch gut. High Potion. Super Trank. Ja, okay. Mit 3. Oh. Warum? Wo ist Cloud hin? Er läuft auf das Ziel zu. Wir müssen ihm nach. Yep. Und der letzte, ne? Schon der letzte? Mein Gott, geht das hier schnell in dem Spiel? Verdammt. Das Projekt doch nicht so lang. Eben nicht so lang wie Kingdom Hearts 1. So, das ist, glaube ich, der Speicherpunkt, ne? Ja, ja, okay. Wieder ein kurzer Besuch, habe ich das Gefühl. Wunderland ist das sogar noch. Meine Güte. Also solange man die Boss hier immer im Auge behält, ist halt eigentlich voll einfach das Spiel bis jetzt. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich nicht weitergekommen bin. Da glaube ich irgendwie so die 7. oder 8. Welt, irgendwie sowas. Kurz vorm Ende jedenfalls. Dass irgendwann müssten ein paar Trophäen aufploppen. In den nächsten paar Spielstunden. Jetzt ein paar Spielstunden. Er ist 3-4 Stunden im Spiel drin, ne? Bin schon in der 3. Welt. Ja. Oh, dann mach mal Hades platt. Oh, Spoiler. Aber man kann sich schon denken, dass Hades kommt, ne? Dann kommen wir her. Unter 3. Aber ich dachte auch, so eine Nullkarte tut so Kombis auseinander, ausschalten. Meine Güte, was ist heute los mit mir? Aber anscheinend nicht. Du hast verloren. Gib auf, Cloud. Ha, niemals. Ich kann für nichts garantieren, wenn du so... seht ihr, was ich meine? Wenn wir so weitermachen. So, ich liege um dich selbst. Ich habe den Eindruck, dass du langsam müde wirst. Hüpf. Keine Sorge, ich helfe dir. So. Hol dir so viel Unterstützung, wie du willst. Ich mache dich fertig und hol mir meine Erinnerungen wieder. Hm. Erinnerungen? Hey, Cloud, wir wollen doch nicht die Katze aus dem Sack lassen. Was geht? Na? Hades, du? Du hast dich da wohl überschätzt, Cloud. Du hast ihm nur etwas müde gemacht. Das macht sich in deiner Leistungswertung gar nicht gut. Mit anderen Worten, du, mein stoppelhaariger Freund, bist gefeuert. Hm. Meine Erinnerung, wir hatten eine Abmachung. Meine Stimme ist voll im Eimer. Hast du gedacht, du bekommst die Erinnerung einfach so zurück? Wie naiv von dir. Du. Aus dem Weg, ich komme mich nun selbst um, Herkules. Mit Feuer! Hey! Regel Nummer 5. Es ist nie zu spät, in die Spiele einzusteigen. Hattest du was von Anfang an dahinter gesteckt? Cloud mag es ja nicht gelungen sein, dich zu besiegen. Aber er hat dich ausgelaugt. Plan B tritt in Kraft. Pack da die Sachen, Herkules. Du hast gerade eine Freiheit in die Unterwelt gewonnen. Ich zahle. Ich meine Freifahrt natürlich. Moment. Sora, nein. Hey Herkules, wir können uns messen, wenn du in die Unterwelt bist. Gute Frage, Kleiner, aber die Antwort liegt nahe. Du begleitest ihn einfach. Regel Nummer 6. Es gibt keine Regeln. Jetzt kriegt Hades aufs Maul. Gut. Dann komm her. Kannst auch nicht viel stärker als Cloud sein. Wir haben auch nur 2. Aua.
Alter. Ach, ich kann mir so ausweichen, gut. Okay, ist gut. Alter. Ja, Schatten durch war gut. Der stärker. Kannst du mal aufwenden, immer das zu machen? Wir warten, bis er fertig ist. Der Angriff geht viel zu lang. Geblieben. Oh, komm her. Boah, mach. Kriegt der jetzt viel Schaden. Auch noch easy. Das Spiel viel schwieriger in Erinnerung. Ich tue wortwörtlich hier nur Spam. Hallo, Donald. Ihr setzt einmal Feuer gegen ihn ein. Ach man. Der blöde Elixier eingesetzt. Ich krieg die Krise. Wir sind gut, Hades. Oh Mann. Lieber nicht. Was macht der jetzt schon wieder? Warte. Oh. Warte. Warte. Komm her! Boom! Ah, schön. Wollen wir keinen Level up? Mann! Wir haben Hades bekommen. Ich glaube, der war nicht schlecht als Karte. Weiß ich aber nicht. Was? Das Turnier wurde abgebrochen? Wieso denn? Zwei Worte. Alle sind erschöpft. Moment mal, das waren drei. Soll das ein Witz sein? Und was wird aus dem Match gegen Herkules? Genau so, aber in meinem Zustand willst du nicht auf deine Kosten kommen. Lass uns gegeneinander antreten, wenn ich wieder fit bin. Kannst du warten? Nein. Okay, ich nehme dich beim Wort. Abgemacht. Hey, Sora, er kommt wieder zu sich. Alles okay? Ja. Ich habe euch echt die Spiele versaut. Ich gehe. Hey, hoffentlich findest du deine Erinnerung wieder. Vergiss alles Worte. Manchmal erinnern einen die kleinsten Sachen an das, was man schon ewig vergessen hat. Wenn es eine wichtige Erinnerung ist, ist sie nie für immer weg. So sehe ich das jedenfalls. Hier für dich, weil du mir geholfen hast. Bist du sicher, dass du nicht mit uns mitkommen willst? Ja, das wäre irgendwie awesome.
Kein Interesse. Es kann nur einen mit spitzen Haaren geben. Zwei würde das Universum vollkommen in sich zusammenbrechen lassen. Und wir haben eine Beschwörungskarte von Cloud bekommen, die nur 4 als Wert hat, was nicht gut ist. Das ist echt nicht gut. Cloud als Beschwörung ist echt awesome, aber leider ist sie viel zu schwach. Und das ist eine 1, das ist noch schwächer. Oh mein Gott. Wie kurz bin ich vom Level ab? Oh, bitte. Warte, da nehme ich jetzt noch jemanden mit. Er überlacht. Oh. Oh. Oh nein, nicht die. Die geben nur einen Erfahrungspunkt, glaube ich. So. Ich hab euch nochmal. Wir geben 3 Erfahrungspunkte hier, super. 1000 Mal Entschuldigung. Boah, das reicht ja an. Das sind ja 3 Gegner. Na, komm her. Ich muss noch ein Level ab. Hey, ein friedlicher Schatz. Jetzt gehen wir mal Spitznamen über Schwertfall-Serie ausgezeichnet. Und 15 Sachen. Ja. Ich hoffe, ob ich noch ein Cutscenes hinterher packen kann. Ein Bosskampf, falls ein Bosskampf kommt, ich weiß es jetzt nicht. Guck mal, wir haben noch so 8-9 Minuten. Schaffen wir wohl auch noch. Es ist wirklich nicht so, als würden wir irgendwo verpassen, wenn wir so schnell wie möglich. Ich hätte da oben, egal. Wenn wir so schnell wie möglich hier durchrennen. Es gibt keine Schätze oder so, außer diese random generierten. Also verpassen tun wir wirklich nichts. Wenn wir so schnell wie möglich hier durchgehen. Also gehen wir mal. Why bring that up? I had to be sure that I hadn't forgotten them. How'd that go for you? Good. I remembered. Well, I had trust to find the king. Well, I remember that too. The king helped save everything by staying on the other side of the door to darkness, I think. You got it, Goofy. And me? I'm looking for Riku. He was with the king when the door closed. I guess there's no way we'll forget the most important memories. That's good, 'cause I don't want to forget. Okay. Gucken, wie lange das noch funktionieren wird. Ich wette, Riku und der König sind noch zusammen. Wir müssen den König rasch finden. Das zumindest werde ich nie vergessen. Okay, noch eine Cutscene. Ja, Bosskampf. You seem pretty intrigued by this Sora kid. Are you telling me you're not Larxene? Haven't decided yet. I think what intrigues me more is what you see in him. There was a time he became a heartless. And if one becomes a heartless, they lose their minds and their feelings. They're consumed by the darkness. Right, but not Sora. He held on to his feelings even as a heartless. And there's only one other man who's been able to do just that. It's the strength of his heart. That's what interests you. Why the Keyblade shows Sora's heart. To unlock the mysteries of the heart. Isn't that the organization's mission? Und wer ist diese Organisation nochmal? I wonder if there's anything we've forgotten. If we did, what would it have been? Haben wir vergessen.
Oder? I can't think of anything, so maybe that means that I really am losing my memories. But whatever they were, they couldn't have been very important memories, right? Right. Or else I don't think you would have forgotten it. Look. What is that? A good luck charm Kairi gave me. It's special to her, so I promised that I would return it. I'll never forget making that promise. It's why I could never forget Kairi. Am I right, Kairi? Huh? Oh? Do I know that girl? Hey, Sora! Where did you go? Sorry, never mind. We better keep going. Okay. Das blonde Mädchen ist auch bei so aufgetaucht. Vielleicht kennt er sie. Und hat sie vergessen. Kairi wird so glücklich sein, wenn du Riku wieder mitbringst. Und verlier bloß nicht den Glücksbringer von Kairi. Ja, okay, dann wird das hier eine kurze Episode. Dann kann ich ja noch ein bisschen hier rumwerken an meinem Deck, aber ich habe sowieso keine Punkte. Als Ausgehen kann ich wieder ein bisschen grinden. Und... Oh, ich dachte erst, ich könnte darüber springen. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge auf in die nächste Welt. Wow, jede Welt dauert hier nur 2 Folgen. Das ist krank. Das ist gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge.